So, weil eben, weil ich jetzt noch warte auf die neue Fahrtrate und die Anfrage kam bezüglich dieser Formate, die ich mal beantwortet hatte, hier tiefgründige Fragen und dies, das, dachte ich, wir schauen doch nochmal rein und vielleicht beantworten wir mal ein paar, dann kann ich mich auch ein bisschen ablenken, weil ich schon sehr aufgeregt bin. Ich frage mich ja immer, warum man eben vorgegebene Fragen braucht, wenn man mit einem Mann oder mit einem Menschen an sich wirklich auf einer Wellenlänge ist, dann könnte man die sich eigentlich auch selber von sich aus stellen. Okay, gucken wir mal. So, los geht's. Erstens, was ist deine größte Sehnsucht? Ich denke, die größte Sehnsucht eines jeden Menschen ist ja irgendwie Liebe, ne? Also ich rede jetzt nicht von partnerschaftlicher Liebe, sondern generell davon, angenommen zu sein und das ist ein großes Wort, Liebe ist ein großes Wort. Das würde jetzt zu weit gehen, das zu definieren. Aber ich denke, die größte Sehnsucht eines jeden Menschen ist im Prinzip Liebe. Wenn du jemandem einen Wunsch erfüllen könntest, was würdest du ihm oder ihr wünschen? Ja, kommt doch auf den Menschen an, oder? Selbstakzeptanz, das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Hast du schon mal ein Wunder erlebt? Nein. Ich glaube, es gibt keine. Ja, das ist jetzt auch. Führt auch sehr weit, aber ich habe jedenfalls noch kein Wunder gesehen. Glaubst du an Wunder? Nein. Was ist deine Vision vom Leben? Ich glaube, seine eigene Identität zu finden und zu bewahren. In einer Welt, die einem ja eigentlich sagen, möchte oder aufzwingen möchte, wie man zu sein hat und so. Und natürlich, ja, denen zu helfen, die ganz unten sind in der Gesellschaft, ne? Und ja, für die da zu sein, die eigentlich niemanden mehr haben, das ist schon so ein bisschen meine Vision vom Leben. So in die Tiefe des Ganzen zu gehen. Und ja, könnte man schon so zusammenfassen. Was treibt dich an im Leben? Genau dieser Drang, einfach die Wahrheit zu sagen, meine Geschichte zu erzählen, was doch schiefgelaufen ist, Themen anzusprechen, die eben die, also quasi die Stimme der Stimmlosen zu sein, ja, für die Tiere da zu sein, im Sinne des Veganismus bzw. Antispezizismus oder ja. Und eben nach der Wahrheit zu suchen, wenn es sowas gibt, was ich mittlerweile sehr anzweifle. Aber ich glaube, das tut jeder, der danach sucht. In dem Sinne so. Wo fühlst du dich zu Hause? Nirgendwo. Welchen Menschen auf der Welt würdest du gerne persönlich kennenlernen, der jetzt noch lebt? Ansonsten, ja, wenn er jetzt noch leben soll, ich überlege gerade. Gibt so viel Auswahl, was interessant wäre. Irgendein Diktator auf jeden Fall. Ich kann mich aber für keinen entscheiden. Ich würde ihn fragen, was ihn antreibt und so weiter. Was war dein größter Fehler im Leben? Oh. Wahrscheinlich damals aus Erfurt wegzugehen. Was hält dich davon ab, deine Träume zu verwirklichen? Eigentlich nichts. Ich? Glaubst du, Worte können heilen? Ja. Was inspiriert dich? Der Glaube an das Gute, jeglicher Intuition zum Trotz. Was fasziniert dich? Menschen, die das auch tun, mit einer interessanten Lebensgeschichte. Hast du Angst zu sterben? Nein. Wie gehst du damit um, wenn du überfordert oder gestresst bist? Unterschiedlich. Verdrängen. Und das ist nicht gerade ein guter Mechanismus, oder? Hast du schon mal jemanden verloren, der dir nahe stand? Ja. Was brauchst du, um glücklich zu sein? Hoffnung. Wenn du 1 Million hättest, was würdest du damit machen?
Eine Million ist jetzt auch nicht so viel, dass man jetzt da so megamäßig viel mitmachen könnte. Ich würde vielleicht einen eigenen Verlag gründen oder so etwas. Ja. Und Weltreise. Ich würde eine Weltreise auch machen. Eine Weltreise machen und schreiben, ununterbrochen schreiben und die Kulturen kennenlernen, dies, das, alles, ja. Und das dann halt schriftlich festhalten. Wohin gehst du, wenn du traurig bist? In die Kneipe. Was muntert dich auf, wenn du down bist? Die Kneipe. Ein Quatsch. Schreiben. Glaubst du, jeder Mensch hat eine bestimmte Berufung? Oh Gott, ich hasse dieses Wort Berufung. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass man sich als Persönlichkeit sowieso selber konzipiert. Und das setzt sich im Prinzip aus Vorerfahrungen und der DNA zusammen. Ich glaube, und daraus, gut, dann könnte man natürlich sagen, ja, wenn das jetzt irgendwie von der höheren Macht geplant ist, dann ist die DNA und die Lebenserfahrung genauso zusammengesetzt, dass es dann Berufung genannt werden könnte. Aber würdest du in ein fremdes Land ziehen, wo du niemanden kennst und alles hinter, ja, auf jeden Fall, und alles hinter dir lassen musst, safe, klar. Glaubst du, reiche Menschen sind glücklicher als Arme? Nein. Was machst du, wenn du allein bist? Masturbieren. Darf ich das hier sagen? War eh nur ein Witz. Cool. Gefällt dir der Name? Biermann, naja. Was ist deine größte Stärke? Vielleicht vorgegebene Schemata aufzubrechen mit meiner ganzen Art und so. Und vielleicht Gegensätze zusammenzubringen. Ja, wie glücklich bist du gerade? Naja, auf einer Skala von 0 bis 10, 5 vielleicht. Was willst du unbedingt getan haben, bevor du stirbst? Sehr viel veröffentlichen. Denkst du, du kannst deine Gedanken gut kontrollieren oder kontrollieren sie dich? Das ist ja eine total blöde Frage. Das geht doch ineinander. Was ist deine größte Schwäche? Ich weiß nicht, wofür ich mich entscheiden soll. Meine größte Schwäche. Dass ich mich manchmal zu sehr hingebe und mich dabei verliere. Fällt es dir schwer, wichtige Entscheidungen zu treffen? Nein, eigentlich nicht. Triffst du gerne Entscheidungen? Ja. Wie stellst du dir den Tod vor? Da kommt irgendwie alles zusammen, dann denke ich. So oder so. Wo möchtest du sein, wenn du stirbst? In den Armen des Menschen, den ich liebe. Kitschig, aber ist so. Wie alt willst du werden? Keine Ahnung. Glaubst du, die Kraft der Gedanken kann heilen? Nein. Glaubst du kannst alles erreichen im Leben, was du willst, wenn du es nur wirklich willst? Nein. Würdest du Gesetze brechen, um einen geliebten Menschen zu retten? Ja. Glaubst du, die Schule bereitet gut auf das Leben vor? Nein. Würdest du wissen wollen, wann du stirbst? Nein, safe nicht. Glaubst du an eine absolute objektive Wahrheit? Oh, jetzt wird's interessant. Darüber müsste man eigentlich ein extra Video machen. Ich glaube schon, dass es das gibt, aber ich denke, dass wir es nicht erkennen können. Und immer wenn wir es versuchen zu erkennen, besteht natürlich die Gefahr, in den Fundamentalismus zu rutschen. Und ja, wenn wir jetzt allerdings behaupten, dass es sowas absolut nicht geben kann, dann wären wir ja in einer Beliebigkeit, die im Prinzip ja dem Streben des Menschen nach Erkenntnis auch widerspricht. Ja, um das kurz zusammenzufassen. Würdest du das Leben einer fremden Person riskieren, um einen geliebten Menschen zu retten? Ja, vielleicht ist die fremde Person ja ein furchtbarer Mensch in dem Sinne. Meinst du, die Menschen handeln aus Angst oder aus Liebe? Eher aus Angst. Jo, das war's jetzt erstmal, Leute. In diesem Sinne, gleich kommt die Ratte.